Rudi, stopp! Ich habe etwas herausgefunden. Meinen Berechnungen zufolge verschwindet mir nämlich viel zu viel Zeit, damit Mietze das Essen zu reichen. Ist das so? Lass mich mal nachsehen. Tja, da hast du wohl recht. Aber wir können das Problem lösen. Ich weiß, wie man die ganze Packung Katzenfutter mit einem Mal in die Schüssel geben kann. Warte, ich muss neue Berechnungen anstellen. Also, mit einem Mal. Das sollte funktionieren. Los geht's. Du musst mir sagen, was deine Idee ist. Alles klar. Hey Leute. Hallo. Für die heutige Bastelarbeit brauchen wir Pappe. Willst du damit sagen, dass wir Mietzi mit Pappe füttern werden? Deine Ideen sind manchmal echt eigenartig. Deine Ideen sind eigenartig. Ich mache etwas ganz Neues aus der Pappe. Was werden wir basteln? Einen Katzenfutterautomaten. Wow, das ist ja super cool. Aber wie können wir damit Mietzi seltener füttern? Indem wir das ganze Katzenfutter in den Automaten füllen. Der Fressnapf wird automatisch befüllt, immer wenn unsere Katze etwas frisst. Das Futter geht dann herunter und landet in der Schüssel. Ich verstehe. Und was ist das? Eine Wand zwischen den Räumen? Sieht aus wie ein Haus mit ganz kleinen Zimmern. Ziemlich beengend. Obwohl, hier könnte mein Bett stehen. Und ich schätze, hinter dieser Wand kommt das Katzenfutter. Eigentlich ist das ziemlich gemütlich. Man kann direkt neben dem Katzenfutter wohnen und immer nachfüllen, wenn die Katze gerade frisst. Sammy, das ist kein Platz zum Wohnen. Hast du irgendwo mein Maßpapier gesehen? Dieses hier? Yep, danke schön. Also gut, diese Teile haben wir schon mal. Als nächstes kommt eine Rutsche. Das Futter kommt durch die Rutsche in den Fressnapf. Juhu, eine Rutsche! Hast du die für mich gemacht? Will ich gerne Rutsche? Susi, danke. Fein, jetzt kann ich rutschen. Sam, jetzt ist aber gut. Du hast doch eine wichtige Aufgabe. Bring mir eine leere Flasche. Aufgabe angenommen. Jetzt machen wir einen Wasserbrunnen. Damit nicht nur Futter, sondern auch Wasser nachgefüllt wird. Dafür brauchen wir so ein Teil. Lass uns das direkt hier drin anbringen. Aufgabe erfüllt! Danke, Sam. In den Flaschenboden machen wir ein Loch. Leute, seid vorsichtig mit dem Bohrer. Fragt am besten einen Erwachsenen, der euch helfen kann. Wir brauchen außerdem einen Flaschenhals von einer anderen Flasche. Den stecken wir genau hier drauf. Das sieht ja ungewöhnlich aus. Wow, eine perfekte Flasche für Freunde. Man kann gleichzeitig zu zweit aus der Flasche trinken. Susi, schnell, lass uns Limo da reinfüllen und einen Trinkwettbewerb machen. Wer kann mehr trinken? Wie sollen wir wissen, wer mehr getrunken hat, wenn wir aus derselben Flasche trinken? Nee, Sam. Die Öffnung ist dafür da, um Wasser nachzufüllen. Aus der zweiten Öffnung wird es in den Wassernapf gegeben. Es fließt durch das kleine Loch da? Ich glaube nicht, dass das gut ist. Das ganze Wasser ist ja dann ganz schnell leer. Wozu brauchen wir einen Deckel, wenn es eh löchrig ist? Das Wasser wird durch eine Röhre fließen, die wir an den Deckel machen. Und auf die Flasche drauf. Sam, könntest du mir einen Wasserbehälter bringen? Ich hab einen Knall. Rudi. Großartig, Sammy. Genau so ein Boot brauchen wir. Allerdings wird das Wasser nicht außerhalb vom Boot, sondern im Boot sein. Oh nein, die Flasche nimmt den ganzen Platz in meinem Haus weg. Es ist nicht gerade empfehlenswert, das als Haus zu nutzen, Sam. Gerade, weil dich Mietzi da noch fressen kann. Mietzi? Mich fressen? Wir sind Freunde. Nicht wahr, Mietzi? Jetzt können wir die Flasche und den Futterspender abdecken. Ich glaube, du hast einen Fehler gemacht. Das Futter wird durch diese Fenster fallen. Nee, wir werden die Fenster mit durchsichtiger Folie abdecken. Dann sieht man, wie viel Futter noch drin ist. Oh, okay. Dann ist ja alles perfekt. Alles, was wir noch tun müssen, ist, die Wand hier hinzusetzen. Das war alles? Fertig. Wow, das ging aber leicht. Toll, oder? Leute, hat euch das gefallen? Schreibt in die Kommentare. Kannst du mir noch einmal helfen? Bring mal bitte das Katzenfutter. Na klar, wird gemacht. Und ihr könnt uns schon mal von euren Haustieren und ihrem Lieblingsfutter in den Kommentaren berichten. Super, Sam. Gib mal her. Jetzt werden wir unseren Automaten damit befüllen. Und hier sind die Leckereien für Mietzi. Susi, dieser Futterspender ist sowas von cool. Wir brauchen nur noch etwas Wasser. Verstanden. Schon auf dem Weg. Hier, das Wasser. Perfekt. Lass uns die Flasche öffnen. Und einen Trichter einrichten. Ha, sogar der Trichter erinnert mich an eine Rutsche. Ich war wohl schon zu lange nicht mehr im Freibad. Füllen wir mal das Wasser auf. Schau mal, das Wasser fließt in den Behälter. Oh nein, es gibt eine Überschwemmung. Bleib entspannt, Sammy. Du kannst zwar Mathe, aber wohl keine Physik.
Das Wasser wird nur bis zu einem bestimmten Level nachgefüllt. Tatsache! Es hat aufgehört! Jetzt müssen wir unseren Futterspender nur noch dekorieren. Oh ja, der wichtigste Schritt. Gebt uns einen Daumen hoch, wenn ihr auch der Meinung seid. So, durch die Fenster wissen wir immer, wie viel Futter und Wasser noch da ist. Passt perfekt zur Innenausstattung. Richtig. Und es wird uns eine Menge Zeit ersparen. Hier kommt Mizi. Die ist schon ganz neugierig. Oh, ich wette, ihm wird's gefallen. Puh, wir haben einen super Job gemacht. Mizi, komm her. Also, was sagt ihr zu unserem neuen Futterautomaten? Sam und ich haben alles gegeben. Ich glaube, Mizi mag's. Ja, ich bin sicher, ihm hat's gefallen. Was ist mit euch? Würdet ihr auch gerne so einen Futterspender zu Hause haben? Schreibt uns in die Kommentare, was ihr von der Bastelarbeit haltet. Und nicht vergessen, unseren Channel zu abonnieren, um nichts zu verpassen. Tschüssi!